Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen und entführt Sie in Gefilde, die es wieder zu entdecken gilt. Viele Künstlerinnen und Künstler in den Sammlungen der österreichischen Galerie Belvedere gelten mit ihren ikonischen Werken als größte und ganz bedeutsame Beiträge zur internationalen Kunstgeschichte. Manche Künstlerpersönlichkeiten sind, obwohl sie wichtig und bedeutsam waren, in Vergessenheit geraten und es gilt, genau solche wieder zu entdecken. Eine davon, Helene Funke. Aus einer wohlhabenden industriellen Familie stammend, hat Helene Funke gegen den Widerstand ihrer Familie in der Münchner Damenakademie Malerei studiert und die Ausbildung zur Künstlerin genossen. Wir erleben diese Künstlerin mit ihrem expressiven, verinnerlichten Stil als ganz eigenständige Kreatörin atmosphärisch dichter Bilder. Eine Frauengruppe, 8 Personen um einen runden Tisch versammelt, auf diesem abgelegt ein Blumenstrauß, der so ein bisschen schon anzuwelken scheint, mit breiten Pinselstrichen die Farbe pastös, körperhaft aufgetragen, erleben wir wichtige Einflussgrößen der internationalen Kunst des auslaufenden 19. Jahrhunderts. Von 1905 bis 1913 hält sich Helene Funke in Paris auf. Sie ist in unmittelbarem Kontakt mit Vertretern der Fauve. Sie wird von Henri Matisse beeinflusst und wird Inspiration von ihm holend, ganz etwas Eigenständiges, Solitäres aus diesen beeindruckenden neuen Strömungen der Moderne in ihrem künstlerischen Schaffen kreieren und hervorbringen. Sie wird im Salon des Indépendants in Paris ihre Werke präsentieren. Sie wird ab 1913 in den großen Institutionen Wiens, nämlich die Wiener Sezession, der Hagenbund, die Künstlerinnenvereinigung, ihre Werke präsentieren und wird erfolgreich sein. Bis 1938. Helene Funke, eine Frau, die so gar nicht der Norm spricht. Umstand, dass man ihr nachsagt, es wäre die Beziehung zu einer Frau gewesen, die sie veranlasst hatte, nach Wien zurückzukehren, eine Stadt, in der sie nie mehr so ganz glücklich sein wird. In Paris war diese zurückgenommene, introvertierte Helene Funke mit so vielen anderen Künstlerpersönlichkeiten in Kontakt und in intensivem Austausch. In Wien wird sie zunehmend vereinsamen. Sie wird letztlich auch verarmen. Weit über 70-jährig wird sie in Wien einsam und arm auch versterben. Umso mehr gilt es, Helene Funke mit einem Bild, das so programmatisch für ihr Œuvre, für ihr Lebenswerk steht. Kantige Farbaufträge, dick und körperhaft, erzeugen in ihrer Farbintensität expressive Wirkung. Und doch erleben wir im Bild mit dem Titel Träume jede dieser 8 Frauen in ihrer Persönlichkeit ganz verinnerlicht, autark und doch auch wieder alle diese 8 Persönlichkeiten in einer Gemeinsamkeit, in einer Verbindung miteinander, in einer Verinnerlichung der emotionalen Bänder, die sie miteinander in Verbindung halten. Helene Funkes Beitrag zur Kunstgeschichte ist nicht zuletzt auch deshalb so bedeutsam, weil sie als Frau unter Männern, die als bildende Künstler viel leichter reüssieren konnten, sich immer bemüht hat, die Position der Frau hochzuhalten. In einer Zeit, in der ein gesellschaftlicher Wandel sich ganz allmählich in vielen kleinen Schritten etabliert, ist gerade die Position einer Helene Funke nicht zu unterschätzen. Umso bedeutsamer, dass wir heute in einer Gesellschaft, die noch auf einem langen Weg ist, im Sinne der Gendergerechtigkeit, so eine Künstlerin mit ihrem Œuvre, mit ihrer Position immer wieder aufs Neue beleuchten, sichtbar und erlebbar machen. Die Aura des Bildes, ihrer unglaublich kraftvollen Intensität, was den Umgang mit Farbe, mit Komposition und dem Thema, dem Sujet betrifft, sind jedenfalls dazu angetan, das Bild unmittelbar, körperlich zu erfahren und die Aura auf sich wirken zu lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in der Österreichischen Galerie Belvedere.